Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute der. Hallo, ich bin der Montro. Der Montro. Hallo, hi. Hallo. So. Wir wollen Story-Missionen weitermachen. Okay, genau. Ich fahre. Ab dafür. Ein bisschen. Ich fahre. Weitermachen. Gucken. Ja. Da war eine Wand. Die hast du kaputt gemacht. Durch. Oh! Ja, ich bin einfach durch. Ja, alles gut. Oh. Perfekt, perfekt. 1A. Also bei PUBG wäre ich schon tot. Ah. Alles gut hier. Ja, ich muss dazu sagen, jetzt war eben gerade oder läuft immer noch das WM-Finale. Frankreich gegen die Ukraine. Und ich war schön gemütlich in der Eisdiele und habe mir nicht das Spiel angeguckt, sondern ich saß einfach nur mit allen anderen daneben. War sehr lustig, weil alle haben auf den Fernseher geguckt und ich saß mit dem Rücken zum Fernseher und war der Einzige, der nicht hingeguckt hat. Oh. Armer. Montro. Dafür habe ich mir erstmal schön ein Liter Bierchen reingezwitschert. Nein, du spielst doch nicht mit Alkoholeinfluss, das also kannst du nicht machen. Leicht erheitert. Leicht erheitert. Solange du keine schmutzigen Lieder singst, ist alles gut. Der Unidad. Wir suchen nach dem Hauptmann, der mit Juri und Polito in Kontakt steht. Ich würde sagen, perfekt geparkt. Wir brauchen das Ziel lebend. Verstanden. Ich werde schon gesehen. Oh Scheiße, ich bin schon entdeckt worden. Ich komme aus meiner Drohne nicht raus. Ich komme aus meiner Drohne nicht raus. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Im Turm sind. Tötest du schon? Im Turm sind Scharfschützen. Für mich ist das Spiel irgendwie so leise. Mach ich lauter, dass die Ohren wehtun. Mach mal lauter. Ach, mein Kopfhörer. Okay. Ja, ich bin K.O. Ich bin doch nur hier hingefahren. Du bist K.O. Oh, mich runtergeschossen. Wo kommt die denn da? So, sorry, dass ich gerade am Ton arbeite, aber meine Kopfhörer waren zu leise. Los, schnell, bevor der nächste. Wo kamen die denn her? Die sind einfach angekommen. Und ich lebe wieder. Danke. Geheimlot. Ah, da kommt gleich der nächste. Au! Ah, ficken. Oh, jetzt leg ich. Ah. Ich wollte umschalten auf den Granatenwerfer. Ah, die sind schon wieder da! Och, Mann. Mega Fail. Ja. Warum haben die mich gesehen? Ich stand an der Wand. Das war unfair. Ich wollte doch eigentlich da nur parken. Ja, warum du wolltest nur da parken. Warum machen die Leute fertig, die da einfach nur parken wollen? Ja. Das finde ich jetzt aber ein bisschen fies. Weil wir Waffen haben und gefährlich aussehen und nicht wie Zivilisten rumlaufen. Wir sind in Bolivien, da ist das doch normal, oder? Ah, ich glaube nicht. Ich bin davon ausgegangen. Mm-mm. Oh nein, wir sind hier oben immer noch. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir wieder runterfahren. Ach, anders Publikum, es tut mir leid. Wir hätten einfach weiter abstehen müssen und dann hättest du mit einem Scharfschützen wieder die Türme wegmalern müssen. Plötzlich war das Ding da. Weil ich wollte gerade nämlich die Straße verminen. Wo bist denn du? Bei mir lädt er noch. Achso, okay. Ladebildschirm. Licht! Im hellen Bereich sind sie leichter zu entdecken. Versuchen sie es zu vermeiden. Mein Rad steckt in der Erde. Jetzt bin ich wieder da. 100%. Huhu. So. Oh, wie geil. Guck mal hier. Das Motorrad. Zeig mal was Geiles. Ja, zeig mal was Geiles. Ja, pass auf. Oh, wie habe ich das jetzt hingekriegt? Welche Taste habe ich gedrückt? Ah, hier. Wie hast du das gemacht? Steuerung. Yeah. Jetzt bin ich durch die Wand durchgerauscht und jetzt klappt's nicht mehr. Ja, toll. Toll. Na toll, kann der nicht springen mit dem Motorrad? Scheiße. Verdammte Kacke hier. Oh, ich bin ja irgendwie runtergefallen. Ich komm nicht durch die Wand. Ein bisschen, das klappt. Freestyle! Das wird. Oh, nee, doch. Ich glaube, man kann mit dem Motorrad nicht umkippen, oder? Ich habe keine Ahnung, ich fahre hier auch gerade sehr, sehr merkwürdig. Oh Mann.
Oh Gott. Lass mich doch endlich da. Ich hab ein Wasser bei. Alter, Spiel, bitte, jetzt aber. Oh doch, man kann runterfallen. Ich liege tot. Oh nee, ne? Ich bin aber ganz. Nee, ist egal, lass mich liegen. Wenn ich spawnst wieder da hinten oder was? Ich hab keine Ahnung. Dauert jetzt aber 40 Sekunden. 900 Meter, da hoch komme ich nie mehr. Ich bin nicht weit gekommen, ich hab grad mal geschafft, die Wand zu überwinden. Mann, oh Mann. Na, 30 Sekunden bin ich tot. An die jugendlichen Zuschauer, das passiert, wenn ihr Alkohol trinkt. Don't drink and drive, ja. Also ich fahre jetzt auch nicht super, aber... So, ich pack jetzt hier auf diesen Hügel. Ich hoffe, dass ich bei dir rauskomme. Ah! Ja, ja. Ich kann auch nicht fahren, so. Pam 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 pam. Wir suchen nach dem Hauptmann, der mit Juri und Polito in Kontakt steht. Wählen Sie einen Kameraden, was wähle ich doch. Lebend. Achso, muss ich drauf? Ah, ich... Scharfschütze, oben auf dem Turm. Ja, ich kundschafte schon mal ein bisschen aus. Ah, jetzt, man muss festhalten. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Ja, ich spawn bei dir gleich. Das Internet ist für Pornos. Das Internet ist für Pornos. Was sagst du denn da für Schmuddelkram? Kennst du das Lied nicht? Finden Sie den Hauptmann mit der Drohne. Also ich habe da ist Alarm an? Nee, ist glaube ich nur eine Durchsage. Okay. Also ich habe gerade mit der Drohne nichts gefunden. Deine ist ja glaube ich besser, deine Drohne, ne? Geringfügig, ja. Soll ich mal welche wechseln wollen? Ja, bitte, von den Turm. Machen wir. So. Ich starte dann trotzdem noch meine Drohne. Den letzten sehe ich nicht so ganz, der versteckt sich okay. Da so. Ah, ich hab ihn. Aber was sollen wir denn machen? Verhören. Ja. Ah, da sehe ich auch noch Personal. Okay, Türme sind leer. Ich nehme die Drohne. Dann gehe ich mit meiner Drohne auch mal gucken. Rebellengefängnis gefunden. Auf der linken Seite. Sollen wir mal den Strom abstellen? Und ein Generator. Können wir ausschalten? Wenn du. Ja, können wir den auch von der Entfernung kaputt schießen? Wo ist denn der? Auch auf der linken Seite, ja. Ach da, der Blitzen. Türme sind ja frei, ne? Die Türme sind jetzt frei, ja. Das heißt, dann kann ich ja erstmal. Hier ist noch ein Bunker. Ich habe gerade markiert den Bunker. Mhm. Hier ist ein Raum, aber hier ist keiner drin. Moment, ich leg eine Mine. So. Was, du willst eine Mine liegen? Ja. Weil sie wieder Verstärkung bekommen, kam damals vorhin von der rechten Seite von der Straße kamen dann halt Unidad-Fahrzeuge. Ich leg eine Mine für unsere Sicario vor. Ich weiß nicht, ob ich den Generator kriege ich von hier nicht. Schade. Na, ich weiß nicht, wo ich drauf schießen muss, damit der kaputt auf diesen wird. Blauen Kasten. Versuchen. Wo ist der blaue Kasten? Naja, unter diesem Stromzeichen ist doch so ein großer blauer Container. Soll ich mal probieren? Ja, mach mal. Nochmal. Nee. Oh, jetzt der Hauptmann hat mich gesehen. Strom ist unterbrochen. Strom ist aus. Aber der Strom ist aus. Das hat funktioniert. Musste gerade jemanden erschießen. Ja, hab ich gesehen. Hier kommt man hoch. Ah, wir sind gejagt. Ja, kein Problem. Hier vorne können wir. Hier ist eine Waffenkiste. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Yo, wissen wir, danke. Hier ist ein Waffenteil, hast du die genommen? Geil, das kann ich gebrauchen. Ja. Was? Zieloptik. Zieloptik passt gut zu meinen Stiefeln, hat er gesagt. Ja, nicht klar. Wer hat das gesagt? Mein Charakter.
Ah, ne. Da ist irgendwo einer. Ja. Ah, der Hauptmann sieht mich hier oben. Wir kämpfen. Ja, warte, ich schnapp mir den Hauptmann. Den müssen wir verhören, nicht töten, ne? Ja, ja. Komm ich nicht hier runter? Ich hab'n. Der hat sich ergeben. Der stand schon ergeben. Im Dings, im Haus. Kriegst du das mit? Ja, ich höre. Bei sadistischen Fickern wie Judy und Polito hängst du vielleicht als Nächster an der Decke. Man kann ihnen nicht trauen. Wäre besser, wenn ich sie aus deinem Leben streiche. Ich bin keine Ratte, aber scheiße, ja. Ich habe Angst. Aber sie sind gar nicht in Itaqua. Dann lock sie nach Itaqua. Sag, du hättest ein Paket fertig. Oje, Polito. Ich habe hier ein Lamm für dich. Jetzt kann ich ihn umboxen. Okay, jetzt wissen sie, wo wir sind. Du bist da unten, okay. Hat mich gerade entdeckt. Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir aufgeräumt, oder? Na, ich weiß nicht. Links sind noch irgendwo Rebellen. Hier ist noch Nachschub. Wir freien mal die Rebellenchen. Kommt raus, ihr seid frei. Hopp, 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 hopp. Hier ist ein Jeep mit einer Gatling Gun drauf. Oh, ja. Yeah. Oh, klärt da rüber. Ich glaube, wir haben schon geschafft jetzt. Ne, hier unten sind noch Waffenteile bei mir. Einen habe ich noch gekillt. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Ja, im anderen Gebäude bei mir hier unten. Ich markiere jetzt noch ein bisschen Nachschub. Ja, Nachschub kann man ja gebrauchen immer, ne? Hier ist auch noch was. Ach, da hinten im kleinen Ding. Oh, wie bist du da durchgekommen? Ach, da hinten. Hast du genau da rechts. Das Gebäude ist bei mir auch komplett durch. Unten oder oben? Das habe ich noch nicht gesehen. Ich bin. Achso, du hast nur das Symbol gesehen. Genau, ich habe nur das Symbol gesehen und dann. Na, oben. Toll. Auch die Treppe hoch. Ganz viel Nachschub. Ganz oben liegen die Waffen. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Hä? Ach ja. Eine dicke Waffe. Was ist da drin? Schrotflinte. Passt gut zu meinen Stiefeln. Ja, für den Nahkampf nicht schlecht, aber. Ich bleib bei meinem MG. Ja, ich glaube, dann haben wir das hier alles abgefrühstückt, ne? Ich glaube auch, das müsste jetzt fertig sein hier. Hier vorne sind noch Dateien. Okay, da laufe ich nochmal schnell hin. Nee, da muss jeder hinlaufen, glaube ich, für die scheiß Dateien. Die Daten waren alle? Ah, scheiße. Schade, habe ich meine Mine umsonst gelegt. Ja, wir waren zu gut. Haha. Wo die Zelte waren da? Was denn in den Zelten, die, ne? In welchen Zelten da? Doch, da hinten war ich. Holla!
ganzen Lebensmittel von euch sind jetzt unsere. Oh, weißt du, wo die sind? Draußen. Oh. Oder? Ah, ne, hier im Bunker, wo du den Typen erschossen hast. Stimmt. So. Na los, auf zum Hubschrauber und dann machen wir gleich die nächste, würde ich sagen, oder? Hubschrauber? Nicht Jeep mit Gatling Gun? Hubschrauber mit Gatling Gun. Hat sie? Mhm. Okay. Gleich fliegt das Ding. Wo müssen wir denn hin? Wollen wir so einen Punkt wieder einnehmen oder wollen wir die Story weiter machen? Warte mal, hebt euch ab, ich gehe auf die Seite und ich will auch schießen. Kannst du schießen? Ja, vom Helikopter aus kann ich schießen. Story oder Zeug? Lass mal einen Nebenaufsatz, wir haben ja diese Folge ja schon Story gemacht. Gut, dann gehen wir hin. Das ist hier ein Hubschrauber wieder. Das habe ich auch gesehen. Aber den Hubschrauber klauen. Hubschrauber, stehlen Sie den Hubschrauber. Der haut doch wieder ab. Oder meinst du, das schaffen wir? Nee, das wird nicht klappen. Aber... Ah, komm. Machen wir, komm. Versuchen wir's. Wir müssen einfach in der Nähe bleiben. Du kannst auch ballern, ne? Ich kann hier ballern, ja. Ja, wir müssen einfach nur alle Leute töten, die da sind, ne? Ja, ich kann ballern. Kann ich auch eine Drohne? Die Drohne ist oben. Ein Drecksack weniger. Ah, da wird's im Helikopter. Dreh dich. Noch ein Stück dann. Ach, scheiß, zu spät, er ist weg. Der Schwanz ist da eingestiegen. Der letzte, den ich nicht getroffen habe, ne? Der steigt da ein. Verdammt. Die Rebellen müssen wohl eine Weile. Fuck you, ey. So ein Arsch. Gut, das war der letzte. War's mit der Mission. Ah, so ein dämlicher. Ey, alle töte ich und der letzte, der steigt dazu. Na gut, dann machen wir hier, was ist das hier? Rebellenoperation, da fliegen wir hin. Auf Wiedersehen. Wir können uns mal. Erreichen Sie das Einsatzziel? Müssen wir die einfach töten oder? Deaktivieren Sie die erste Antenne. Ja, das ist aber kein Problem. Deaktivier mal. Das ist ein zweiter Tango. Ziel eliminiert. Jo, hab ich. Eine Minute? Deaktiviert. Ey, wo willst du hin, Junge? Eine Minute müssen wir jetzt warten hier, oder wie? Keine Ahnung. Deaktivieren Sie die zweite Antenne. Ne, ich glaube, wir müssen los. Achso, wir müssen schneller weitermachen. Und du qualmst ganz schön. Ja, alles gut. Muss so. Also ohne Helikopter wäre ein bisschen doof. Wir dampfen, weißt du? Ja, Liquid-Zeugs in E-Zigarette. Schalten Sie aus. Sind schwerer zu bekämpfen, wenn das Kartell ihre Position nicht mehr kennt. Sehr gut. Hoffentlich kommen noch mehr Rebellen zur Party. Dann können wir ja... Oh, hier ist ein lila Helikopter. Kumpas, hier spricht Bakatari. Nach euren Siegen schöpfen meine Männer neue Hoffnung. Gute Moral stärkt den Soldaten. Hey, unter uns ist voll das Lager gewesen, egal. Ja, warum platt machen? Wir brauchen mehr als nur... Nö, das Mission. Keine Sorge, Pak. Es geht gerade erst jetzt los. Jetzt haben wir mit Nomad Ende. Siehst du welchen? Nee, aber auf der Karte waren ganz viele rote Symbole. Ah, hier waren wir doch, glaube ich. Ja? Komm, flieg weg! Na gut. Ich weiß nicht, was der Stern ist. Ja, gucken wir. Flieg hin. Hier ist noch der lila Helikopter. Ich weiß nicht, ob wir den abschießen müssen. Ja, lila ist wahrscheinlich Uni, da kannst du ja dich mal anlegen, kannst du mal runterschießen, dann jagen sie uns. Wo ist er denn da? Cool, sind nicht mehr. Ja, gut. Ging schnell, ne? Ah, Feinde. Siehst du wen? Ja.
Flugzeug weniger. Oh, da kommen Rebellen, Freunde. Oh, ich geh runter. Hier ist ein Kartellorden. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein. Ah ja. Hast eine Medaille. Für sowas Wichtiges haben wir jetzt so viel Action gemacht. Ja, gibt's hier vielleicht im Gebäude noch was? Oh, hier ist wieder ein Gatling-Gun-Fahrzeug. Hier ist ein Nachschubcontainer-Gedöns. Hier, markiert. Ja, warte. Dann hol ich mir den. Ups. Ich hab den Rebellen getötet. Los geht's. Ich nehme mal das Gatling-Gun-Fahrzeug mit. Falls ja, ein Helikopter nicht mehr macht. Ich mache jetzt hier den Konvoi platt und dann steigen wir oben. Scheiß Dreck. Noch 800 Meter bin ich da. Ja, ich versuche mal alles zu zerstören, was hier ist. Ich mache ganz hier brrrr. Ja, ich sehe schon den ganzen Qualm hier. Okay. Ey, die fahren mich um! Schweine! Ey, die fahren runter! Selbstmord. Einer lebt noch, ne? Melden wir den Rebellen, wo sie die Medikamente finden. Ja, irgendwie das bringt ist viele von ihnen wieder auf die Beine. Okay. Vielleicht musste ich den gar nicht töten. Ja, das war irgendwie ein Krankenwagen-Typ, ne? Oh. Da war einfach markiert. Ich dachte, der böse. Ja, ich weiß auch nicht. Die waren auf einmal markiert. Ich kann nicht mehr als Schütze. Achso, du bist Schütze. Okay, dann soll ich fahren? Ja, fahr du mal. Du Versicherer. Wo fahren wir denn hin? Hier, Vorposten. Der Helikopter hält ja extrem viel aus. Der ist gut, ne? Brennt hier noch nicht. Ah, jetzt brennt er. Vorposten hast du gefunden? Mhm. Machen wir platt. Da geht der ruckzuck hier mit der Mission. Hübsche Ecke, wenn die Gewalt nicht wäre. Hier vorne sind wieder lila Punkte. Oh, jetzt müssen wir mal abkürzen. Verfickte Scheiße! Irgendwie kleben wir hier an der Ecke. Wie kürzt du ab? Geht noch, alles gut. Hier ist auch eine alternative Physik dabei, ja, in dem Spiel. Ja, aber eine sehr alternative. Da vorne. Passieren Dinge. Aber unser Fahrzeug qualmt noch nicht. Ja doch. Es macht auch komische Geräusche. Aber da vorne ist der Vorposten. Na, stimmt, jetzt höre ich die Geräusche auch. Achtung, hier ist es überall rot. Ziel Nummer 2 da. Ziel Nummer 3. Ich zähle 5. Ich glaube, ich töte dich mal. Friddel weg. Da vorne an der Ecke. Boah, voll easy das Spiel. Ja. Da vorne. Er lebt noch. Wir fahren nicht mehr. Wir können nicht mehr fahren.
Vor uns kommt auch noch gleich ein Gegner mit Gatling Gun oder so. Oh! Britze sind weg. Wir sind tot? Ihr habt doch gesagt, wir können nicht mehr fahren. Ah, scheiße, bist du nicht ausgestiegen? Doch, ich bin ausgestiegen. Bist du tot? Ja. Warst du auch tot? Nein, ich bin ausgestiegen vorher. Warum? Ach so. Ich hab dir gesagt, das Auto fährt nicht mehr, wir sind kaputt. Also lebst du noch? Ich lebe noch, wo bist du? Gut. Kann ich dich wieder beleben? Nee, nee, ich bin unterwegs. Alles gut. Ich muss nur kurz über den Fluss und dann bin ich da. Okay. Boah, ich kann ja richtig gut schwimmen hier. Schön, wie die kaputten Fahrzeuge da stehen. Hier sind Rebellen, die werde ich gleich mal freilassen. Ey, was für ein Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun des Todes. Ja, ne, ist übel. Oh, hier sind ganz viele Infos. Ich weiß, wo ein Kartellversorgungsheli steht. Klauen wir ihn für die Rebellen. Oh, ich untersuche mal. Ich habe Fertigkeitspunkte gefunden, die wir einsammeln können auf der Karte. Hey, Rebello! Da vorne sind noch ganz viele Nachschiebe. Outfits. Fernseher. Ja, und Nebeneinsatz haben wir auch freigeschaltet. Roman, wir sind in Agua Verde angekommen. Also ganz viel Zeug. Der Außenposten hat sich gelohnt. Agua Verde war mal ein Nationalpark, aber jetzt ist es nur noch Santa Blancas Spielplatz für VIPs. Und ich weiß nicht, da vorne ist noch ein Ausrufezeichen. Casita schmeißt den Laden. Dann gehen wir hin. Er kam Politiker, Richter und CEOs zur Entspannung und Sexspielchen ran. Wie ist der Plan? Wir müssen wieder Zeug, okay. Rebellenoperation. Casita muss irgendwo eine Gästeliste haben. Wenn Sie ihn finden, haben Sie den Namen. Ach, verstanden. Wir sind dran. Interessant. Ach du Scheiße, die ganze Karte ist auch mal voll. Vielleicht sollten wir ihm eine Alternative Berufsberatung spendieren. Wir sind schon im nächsten Gebiet. Norman hat uns Infos über Casita geschickt. Jo. Sag was. Video ist verfügbar. Ich klicke mal auf M. Ein Video? Ja, irgendwo gerade stand bei mir gerade ein Video ist verfügbar. Drücke auf M. Ich drücke auf M und ich sehe kein Video. Oh. Ah doch, jetzt habe ich eins. Guck dich doch mal ein Video an. Bayardo ist zu lang. Also nennen wir ihn wie seine reichen Freunde. Ich gucke mal, wo wir hin. Er ist ein Mappy, ein mexikanischer Preppy oder ein Prepsikaner. Sein größter Erfolg war der Sieg in der Spermalotterie. Gonzalo Coronel Bayardo ist Milliardär. Und sein Papi gibt Söhnchen alles. Geld, Autos, Ausbildung, BA in Harvard, Business MBA in Wharton, Dr. Phil in Oxford, um sich etwas Feinschliff anzueignen und gute englische Kleidung. Jetzt darf er sein eigenes Resort leiten. Das war mal ein Nationalpark, aber jetzt wurde eine exklusive Ferienanlage daraus. Hier tut Casita, was er am besten kann. Verbindungen herstellen. Zwischen Santa Blanca und jedem, der jemand ist. Manager, Politiker, Richter, Partylöwen, sogar Promis. Sie wissen, wer das ist, oder? Kleiner Tipp, sie ist in die Reha wegen irgendeiner rassistischen Aussage. Casita bietet dem Kartell mehr als nur Geschäftsabschlüsse. Es ist ein beispielloser Grad der Korruption. Und sie sollen dem ein Ende bereiten. Ohne Connections, keine Korruption. Guckst du dir auch das Video an, oder was? Nee, ich habe kein Video bekommen. Ja klar. Musste auf M, auf die neue Fraktion gehen, dann habe ich... Ja, irgendwas. Ja, dann? Egal. Ja, genau. Keine Ahnung, ist egal. War aber unterhaltsam, um den neuen Gegner. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen dann erstmal Schluss für heute. Und nächstes Mal geht's dann an die nächste Story-Mission. Ja, das sieht gut aus. Ja, ja, dann verabschieden wir uns. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Abo nicht vergessen. Tschüss. Wiedersehen.